Moin, moin an alle LS19 Freunde und willkommen hier bei Mühlenkreis Mittelland. Auf der Map natürlich nur. Und dieses Projekt heißt die Long Long Farm und wir sind schon bei Part 11. So, wie gesagt, wir sind jetzt schon bei Part 11 und wir werden weitere Aufträge annehmen. Und können ja mal gucken, was wir hier noch so für Aufgaben haben. Muss gepflügt werden. Ernten, Sojabohnen auf Feld 27, Weizen, Zuckerrüben, Baumwolle, Sonnenblumen auf Feld 16. Ja, komm, nehmen wir Feld 16 an. So, dann stellen wir mal in unsere Maschinchen hier rein. In unseren New Holland TX 32 und fahren dann zum Feld 16. Wo haben wir das denn jetzt überhaupt? Das Feld 16. Ach, da unten ist es. An der Hauptstraße. Ich bin gerade am Überlegen, soll ich mir einen Tieflader holen? Können ja mal eben gucken, einen Tieflader. Was das kostet. Nee, ist mir noch im Moment zu teuer. Weil dann würde ich den nicht den ja holen wollen. Aber da ist mir alles noch im Moment zu teuer. Wir können den auch so dahin fahren. Das geht ja jetzt schnell auf Feld 16, das ist ja ziemlich klein. Wir machen mal Rundumleuchten an, weil wir sind ja nur 25 Stundenkilometer schnell. Das müssen wir halt eben jetzt erstmal so durchziehen mit den Feldarbeiten, weil ich ja die Maschine gekauft habe noch zusätzlich. Ist das halt eben so, weil wir extra die Maschine gekauft haben, dass wir Mais und Sonnenblumen ernten können. Ist es halt einfach besser, statt jetzt hier mit der großen Maschine von New Holland durch die Gegend zu fahren.
Da kann man lieber mit so einer kleineren Maschine fahren. Deswegen habe ich mir dann überlegt, dann auch die Maschinen einzusetzen. Das passt alles. Da fahren wir aber wieder ein Stückchen weiter an der Seite. So. Ja, ist nur ein bisschen blöde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nur 25 Stundenkilometer damit fahre. Wir können ja schon mal den Drescher aufklappen. Dass wir dann direkt dann drauf fahren können und dann direkt anfangen können zu ernten. Hier vorne ist es schon das Feld 16. Machen wir mal den Blinker an. So, fahren jetzt einmal hier so mitten durch bis unten runter und dann passt das schon alles. So, dann haben wir schon mal die erste Bahn abgefahren. So, Rundumleuchten kann man mal ausschalten jetzt mittlerweile. Auf jeden Fall ist das so besser, wenn wir mit einer kleinen Maschine fahren.
Aber ich werde mir trotzdem noch mal so einen Tieflader dafür holen. War schon hier so, passt alles. Wir werden jetzt erstmal das kurze Stück hier alles wegmachen und dann fahren wir auf der anderen Seite. Und werden dann wir ein bisschen Geld von der Bank leihen, dass wir uns dann den Tieflader leisten können. Und dann passt das schon alles. Oh, ich hatte ja den Blinker an. Und dann fahren wir jetzt erstmal mit Tempomat. Dann holen wir auch gleich den kleinen Fendt und den packen wir dann hier vorne direkt dann drauf.
noch mal ein Stückchen runter. Dann machen wir heute mal wieder eine kleine Quizfrage. Wir denken mal gerade eine aus. Was könnte ich denn euch mal eine Quizfrage stellen? Nee, keine Quizfrage. Ein Filmzitat, also ein Filmsatz aus meinem Lieblingsfilm. Und ihr müsst erraten, aus welchem Film es ist. So. Dann lasst mich mal eben überlegen, wie man das am besten verfassen kann. Weil ich habe da so viele Filme, deswegen daraus den einen Filmsatz zu zitieren ist immer ein bisschen blöd, weil ist halt einfach. Wo habe ich jetzt den Koffer überhaupt? Ach, da ist der Koffer. Ich habe nämlich über 1000 DVD-Filme und Blu-ray-Filme. Dann habe ich noch Disney Plus, dann habe ich noch Anime Onimat, dann habe ich noch Netflix. Ja, also ich habe da so viele Serien, so viele Filme. Deswegen, und dann den einen Filmsatz daraus zu finden, was welcher Film der nochmal war. Deswegen. Also, ich sage jetzt den Satz und ihr müsst dann überlegen, wer das gesagt hat.
Wie war der Satz denn jetzt nochmal? Genau, pass auf. Meister, ihr werdet mich brauchen. Wer hat diesen Satz gesagt? Ich gebe euch einen Tipp. Also einen Tipp werde ich euch geben. Es hat was mit Star Wars zu tun. Und mehr Hinweise gebe ich euch nicht. Also, in 5 Minuten schließt diese Frage und dann gibt es die Antwort. Genau um 19:11 Uhr kriegt ihr die Antwort. Also, so lange habt ihr noch Zeit zu überlegen. Ist zwar ein bisschen schwierig mit dem einen kurzen Satz. Mit dem Satz, Meister, ihr werdet mich brauchen. Aber ich denke mal, jeder Star Wars kennt und zu schätzen weiß, der wird schon wissen, aus welchem Teil. Und wer es gesagt hat. Weil so schwer ist es nicht. Deswegen. Also so schwer ist es wirklich nicht. Aber ich kann euch noch einen zweiten Hinweis geben. Diese Figur, der das gesagt hat, der hat in allen 6 Teilen mitgespielt. So, und das ist schon ein leichter Hinweis. Und mehr Hinweise gibt es auch nicht. So, noch 3 Minuten, dann gibt es die Auflösung.
stellen wir mal eben hier ab. Fahren wir eben das Rohr raus. Holen mal den Fendt. Und dann fahren wir zum Feld 16. Blinker können wir direkt anlassen, wir fahren hier vorne rein. Blinker kann aus. So, jetzt gibt es natürlich die Antwort. Es war natürlich Anakin Skywalker aus Episode 3, wo Obi-Wan Kenobi mit die Sturmtruppler aufgebrochen ist nach Unterbausystem, um General Grievous zu töten. Eine Abflugrampe. Und so schwer war der Satz eigentlich gar nicht. Müsste jeder eigentlich von euch wissen. So, dann fahren wir mal weiter. Auch fährt das schon wieder ein RTW. Auf jeden Fall wer hat den Satz gesagt? Wie war der Satz nochmal? Von einem gewissen Standpunkt aus habe ich dir die Wahrheit gesagt. Wer hat diesen Satz gesagt? Und ich muss jetzt dazu sagen, er hat in allen 6 Teilen, die George Lucas gemacht hat, mitgespielt.
So schwer ist der Satz nicht. Ihr habt bis um 20 nach Zeit, den Satz, also den Schauspieler zu nennen. Also die Filmfigur jetzt natürlich. Den Schauspieler könnt ihr ja nicht nennen, weil ihr es ja selber nicht wisst, wie der heißt. Mit bürgerlichen Namen. Deswegen sage ich ja, die Rollenname, welche Rolle der gespielt hat, da reicht mir schon vollkommen aus. Ich werde jetzt mal eben Tempomat, nee, Helfer einstellen. Das soll ich mal eben machen. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Noch 2 Minuten habt ihr erst Zeit, das Rätsel zu lösen. Also ich muss sagen, wer den Teil nicht gesehen hat, von Star Wars, den kann man dann wirklich nicht helfen. So. Komm, ich sage es euch. Das war Obi-Wan Kenobi aus Episode 6, wo Meister Yoda gestorben ist. Und er noch gesagt hat, gib weiter, was du gelernt hast in deiner ganzen Familie. Und da kam es ja raus, dass Anakin, dass Luke Skywalker noch eine Zwillingsschwester hat. So schwer ist es eigentlich gar nicht.
weil Luke Skywalker zu dem Geist gesagt hatte, warum hast du mir das nicht gesagt, dass Darth Vader mein Vater ist? Und darauf, von einem gewissen Standpunkt aus, habe ich es dir erst gesagt. Gut, dann gebe ich euch jetzt mal einen anderen. Jetzt geht es um Autos. Hört auf. Ich habe ein Lieblingsauto. So. Und ich gebe euch jetzt den Autonamen. Ich sag euch aber nicht, welches Typ Auto das ist und welche und natürlich nicht aus welchem Baujahr das ist. Das gebe ich euch nicht. Und welche Automarke? Sage ich nicht. Ich sag euch nur den Namen. Eleanor. Ihr habt wieder 5 Minuten Zeit. Welches Auto ist Eleanor? So, noch 2 Minuten, dann gebe ich euch die Lösung. So, ich kann euch schon mal den Film verraten, in welchem Film das Auto mitgespielt hat. Und es ist in nur noch 60 Sekunden, heißt der Film. So, noch 1 Minute und dann gibt es die Lösung.
So, ich sage es euch. Das Auto ist ein 67er Ford Shelby GT 500. Das nennt man nämlich Eleanor. Es ist wirklich einer meiner Traumautos. Wenn ich mit denen einmal über den Nürburgring, über die Nordschleife brettern dürfte, ey, da würde mich sowas von glücklich machen. Da werden wir mal hier langsam mal fertig machen, das Feld. Ist ja jetzt noch ein bisschen. Auf jeden Fall sind wir ja gleich auf dem Feld 16 fertig. Gott sei Dank muss man ja dazu sagen. Ja, weil es ist ja halt einfach nur eine kleine Maschine und nicht die große. Und das dauert es natürlich dann etwas länger, um alles fertig zu machen. Ist ja klar. Wir werden mal hier wieder einen Helfer einsetzen und dann nebenbei fahren.
auf jeden Fall sind wir dann hier gleich mit dem Part auch fertig. Und dann bringen wir das mal eben weg. Geht er jetzt schnell? Gucken, was ich bekomme. Eventuell hole ich mir auch, da muss ich aber gleich gucken. Habe ich mir auch überlegt, man könnte sich auch so ein kleines Schwerttransportmittel holen. Da muss ich mal gucken.
wir das am besten machen. Ja, wir hätten auch hier reinfahren können. Für das nächste Mal wissen wir ja Bescheid. Dann bringe ich mal jetzt den Fendt mal zurück zum Hof. Alle Videos findet ihr natürlich auch auf YouTube und auf Twitter. Und dann sage ich mal, bis später.